Hi Leute, willkommen zu dem lang erwünschten Tutorial, wie ich meine PvP-Montagen mache. Ja, es wird ja so verschiedene Schwierigkeitsstufen, wie schwierig die Sachen zu machen sind. Also zum Beispiel, wenn Anfänger sind, dann macht nur die ersten Schritte, dann habt ihr auch schon eine nice PvP-Montage. So, also als erstes fangen wir an. So. Also wenn ihr die Aufnahme aufgenommen habt, in meinem Fall ist es jetzt eine 120 FPS Aufnahme. Natürlich kann das nicht jeder machen. Es wäre im Vorteil, wenn man eine 120 FPS Aufnahme machen kann, aber es ist nicht unbedingt notwendig. So, das erste ist, man zieht das einfach bei Vegas Pro 14 oder 13 oder 12 halt hier einfach herein, wenn man ein neues Dokument erstellt hat oder wenn man es einfach geöffnet hat. So, mein Tipp ist, ihr seht ja diese Ausschläge da, das sind, also die, wie laut die Lautstärke ist, und das ist sehr praktisch, denn dann sieht man, wann man gerade kämpft. Ja, so, als erstes setzen wir mal einen Schnitt, wo wir das wollen. So, zum Beispiel, sagen wir mal, ich will hier die PvP-Montage anfangen, dann drücke ich S und lösche das hintere dann mit Delete oder Rechtsklick und dann löschen. Da entfernt. Ihr klickt hier drauf auf die Track FX, das ist die das sind die Effekte. So, als nächstes gibt es hier natürlich viele Effekte. Einerseits Magic Bullet Looks, ich habe es hier jetzt zweimal, ja egal. Ja, Magic Bullet Looks ist eine riesige Bibliothek an Effekten, die sehr praktisch ist. Ihr könnt einfach ausprobieren, welche Effekte sehen gut aus bei euch oder welche passen. Also ich empfehle den Glow-Effekt und zum Beispiel den Vegas-Strahlen. Ich nehme auch mal so einen Effekt, den ich schon früher mal erstellt habe. Als nächstes, was wirklich auch ein sehr großer Vorteil, wenn man das macht, ist die Track-Animation. So, als erstes brauchen wir natürlich ein Lied, das dazu passt. Ich suche mir mal eins aus. Okay, ich habe mal dieses Lied ausgesucht. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich vorne auch so ein Intro machen, was das Ganze langsam abspielt. Ja, mache ich jetzt nicht, aber das könnt ihr natürlich machen, wenn ihr wollt. So, ich da man ja bei Vegas Pro die Zeit und Frames abstimmen kann, also zum Beispiel, wenn ihr ein Lied habt, das zum Beispiel 120 Schläge pro Minute hat, dann könnt ihr hier oben zu diesem Zahnrad gehen oder was auch immer das ist und zu Skala und dann hier das eintippen. Ich schaue jetzt mal, was hat das Lied? So, mein Lied hat zum Beispiel 150 Schläge pro Minute. Dann macht ihr da 150 und übernehmen. Als nächstes sucht ihr die Stelle, wo das anfangen soll. Ich mache es mal ungefähr hier. Ihr seht zum Beispiel, bei mir ist der Drop da. Ihr seht das auch aus diesen Ausschlägen. Hier ist so eine komische Welle. Dann drückt ihr Alt und verschiebt das nach links, dass das da ungefähr drauf passt. Dann seht ihr, das ist so ungefähr auf der Timeline drauf. Das passt so gut. Als nächstes gehen wir hier in die Track-Animation mit diesem Knopf und wir fangen an. Wir müssen natürlich jetzt, weil es diese Beats gibt, müssen wir die zuerst festlegen. Ich verschiebe mal das Fenster weg. Also hier seht, hier ist ein Kick. Und hier ist auch einer. So. Da ihr dieses Raster habt, was ihr hier einstellen könnt, dann könnt ihr einfach immer die Beats markieren. Oder wenn ihr die nicht habt, dann könnt ihr einfach hier hören, wo das ist. Und dann einfach dann entsprechenden Marker setzen. So, wir haben jetzt alle Marker gesetzt. Ja, also ich habe das bis 30 Sekunden lang gemacht. Ich habe dann einfach das Intro auch gelassen. Ich denke, das passt. Ich mache mal den Modus auf diesen da. Geht das so schnell nach oben? Ja, das passt doch. Okay. Als nächstes wollen wir die Screen Pumps machen. Das bedeutet, dass es reinzoomt, immer wenn der Bass kommt. Wir verschieben das Fenster mal da rein mit Ctrl gedrückt.
machen. Wir verschieben das noch ein bisschen nach unten, damit wir es besser sehen. So, als nächstes. Ihr drückt diese Funktion da, dass der Cursor mit der Timeline sich verfolgt. Das ist sehr wichtig. Dann drückt ihr hier auf Keyframe hinzufügen, bei der momentanen Stelle hier unten, und geht 4 zurück. Und dann macht ihr nochmal Keyframe und dann sagen wir mal zum Beispiel so ein Abstand. Also egal was für ein großer Abstand, ihr könnt das einfach so machen. Und dann machen wir auf den da, dort zoomen wir jetzt hinein. Sagen wir mal so, dann sieht das so aus, sieht doch schön aus. Als nächstes, was auch ein großer Faktor ist, machen wir hier auf den Modus auf langsam. Und hier machen wir ihn auf schnell. Was ich jetzt bemerkt habe, was ihr unbedingt einstellen müsst, ist hier diesen Resampling-Modus auf deaktivieren. Denn dann ist das Bild nicht so komisch, hat so eine, nicht so eine komische Unschärfe. So, als nächstes wollen wir die kopieren. Wie geht das? Ihr drückt den ersten und drückt Shift und danach den dritten, drückt Ctrl C, dann geht ihr zum nächsten und geht 4 zurück. Und dann geht ihr hier rein und drückt wieder hier hin und drückt Ctrl V. Dann habt ihr das Ganze auch hier, wie ihr seht. Dann machen wir jetzt das bei allen Keyframes. So, was jetzt ein Fehler ist, dass man, den man nicht machen soll. So, ihr seht, wenn man jetzt 4 Bilder zurückgeht, dann ist man hier, dann verschiebt man einfach diesen Keyframe weiter nach hinten, dass sie sich nicht in die Quere kommen. Ja, es sieht gut aus, finde ich. Eine gute Kombination, finde ich, ja. So, das nächste und ja, noch das Einfache ist, ihr müsst den Effekt S-Shake auswählen. Den habt ihr aber nur, wenn ihr Sapphire installiert habt. Das ist so ein Plugin. Mit der hat ihr einfach so eine riesige Kollektion von Effekten. Das empfehle ich euch sehr. Man kann es auch cracken oder auch kaufen. Ich habe es jetzt gecrackt und klickt auf OK. So, jetzt seht ihr, das Video hat sich ein bisschen bewegt. Amplitude 0,204 und bei Frequency einfach 1. Sonst nichts einstellen. So, der nächste und schwierige Effekt ist die Geschwindigkeit von dem Track. Also wie schnell sich alles bewegt, wenn so ein, wenn der Beat kommt. Das ist auch sehr, ja, relativ noch einfach, aber davor machen wir noch einen Schritt, damit wir anfangen können. Wir verschieben das Ganze so nach hinten. Es hat diese Screen Pumps nicht. Ich habe irgendwie alles gelöscht. Oh mein Gott. Ja, ich habe alle gelöscht aus Versehen. Das war, weil ich diesen Modus, oh Mann, ich muss diesen Modus immer ausstellen. Denn sonst verschiebt es diese Keyframes. So, als nächstes geht ihr zu der Com-Szene relativ am Schluss. Ja, so, und dann fängt es auch so an. Ich verschiebe das Shake nach hinten. Ja, dann bewegt sich's wieder. Ja, hatte vorhin ein Problem, keine Ahnung. So, eigentlich ist jetzt das Anfänger-Tutorial fertig und es geht weiter mit dem Spezial-Tutorial, was ein bisschen schwierig ist. Ihr macht jetzt Rechtsklick auf eure Aufnahme zum Beispiel und drückt auf Hüllkurve einfügen, entfernen und dann Geschwindigkeit. So, jetzt wenn ihr zum Beispiel 120 FPS habt oder 60, aber bei 30 würde ich es nicht empfehlen, drückt ihr hier beim ersten Punkt und also Rechtsklick und setzt hier auf 50% Vorwärtsgeschwindigkeit einstellen, dann ist das Ganze halb so schnell. Und ich merke gerade, dass es irgendwie komisch ist. Aber ja, das funktioniert leider nicht mit dem Ton. Den Ton müsst ihr leider ausstellen. Ist zwar sonst ein bisschen verbuggt. Ich würde den Ton generell beim Montagen ausstellen. Ja,
Also ihr habt das ja auf die Hälfte gesetzt und dann geht ihr zum ersten Keyframe und dann zum Beispiel ein paar zurück, zum Beispiel die Hälfte des Taktes und setzt hier einen Punkt hin und danach, dann in die Mitte noch und setzt es auf zum Beispiel 300%. Dann sieht das so aus. Ich muss das schnell rendern. Jetzt müsst ihr leider diesen Punkt, also diese Schritte bei jedem machen, jeden Keyframe. Ich würde empfehlen, einfach immer vorher und hintern einen Punkt zu machen und erst am Schluss dann die mittleren Punkte einzufügen. Dann machen wir jetzt das mal. So, jetzt haben wir alle Punkte gemacht und jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. Der sieht cool aus, leider kann ich die Vorschreiben nicht sehen. Als nächstes, das sind die Schnitte, die ihr einsetzen müsst. Ihr könnt natürlich auch den anderen Schritt zuerst machen, aber ich empfehle das zuerst zu machen, denn das ist noch relativ einfach. So, ihr stellt diesen Modus aus, nicht anklicken, diesen Auto Ripple, denn mit dem funktioniert das dann nachher nicht. Ihr müsst das Video einfach dann schneiden, wenn eine Kampfszene zu Ende ist. Ich muss mal schauen, war das hier eine? Da, und dann hier renne ich weg und dann ziehe ich das so lang, bis dann wieder die nächste Kampfszene kommt. So da zum Beispiel und dann ziehe ich das wieder zurück und dann mache ich hier den Schnitt, wenn das so ein bisschen wieder aufhört. Und dann gehe ich weiter nach vorne und zum Beispiel wieder da, da blockhitte ich gerade zum Beispiel. Und dann hier ziehe ich das wieder nach vorne, ganz weit, denn naja, das Video ist sehr lange. Ich kann es auch sehr weit nach hinten ziehen, denn die Aufnahme ist ja doppelt so lang wegen dem Slow Motion. Und hier kommt zum Beispiel die Szene, in der ich dann in dieser Höhle drin bin. Dann zieht ihr das da so hin. Dann bei dem letzten, also bei dem zweitletzten, mache ich oft. Also den Abschluss, wo er dann stirbt und dann werdet ihr sehen, was ich mache. So, da stirbt er so ungefähr. Und dann setze ich den auf zum Beispiel 25%. Ich empfehle euch das eigentlich nur, wenn ihr 120 FPS habt, denn dann, nur dann ist es sehr flüssig, immer noch. Dann ist es bei mir noch 30 FPS. Natürlich könnt ihr das auch ohne machen. Ich empfehle es euch einfach nur. Ihr seht, er stirbt so ganz langsam und dann macht hier so einen Schnitt einfach, wo das ganz ausblendet, schneidet das letzte weg und dann macht ihr einen Ausblendungseffekt, macht den zum Beispiel auf linear. Jetzt kommt zum letzten Schritt und ein bisschen schwierigerem. Es ist wieder mit Keyframes, aber nicht mit der Geschwindigkeit und nicht mit dem Zoom, sondern mit einem anderen Effekt, den ihr selber stimmen könnt. Also zum Beispiel, was ich oft verwendet habe, ist ein Bewegungsunschärfe-Effekt oder einfach ganz normal den Shake-Effekt, den habe ich genommen. So, also was wollen wir machen? Wir gehen hier zu dem Track FX und geht einfach zu dem Shake Effekt, falls ihr den habt. Was ihr denn nicht habt, dann ist nicht tragisch. So, und dann geht ihr zu Amplitude und dann geht ihr zum ersten Keyframe, setzt hier den Punkt. So, jetzt ist ein Punkt eingefügt worden. Ist irgendwie nicht gegangen vorher, ich weiß nicht warum. Und jetzt geht ihr wieder wie vorher 4 Schritte zurück. Und da macht ihr wieder ein Keyframe. Ja, es verschiebt es die ganze Zeit. Und jetzt geht ihr wieder da nach hinten. Ungefähr so. Macht hier wieder ein Keyframe. Und setzt diesen Amplitude-Wert sehr hoch. Also ist er nicht so hoch. Aber es soll ungefähr schon das Doppelte sein. Denke ich jetzt mal. Ja, ungefähr. Dann macht ihr hier, geht jetzt in Amplitude. Rechtsklick und dann langsam. Und dann hier. Schnell. Dann bewegt sich das Ganze. So. Das
Ganze bewegt sich dann ein bisschen schneller. Und das zweite ist da die Frequency. Die könnt ihr auch gerne machen. Also neue Keyframe, mit dem auch. Neue Keyframe, mit dem auch neue Keyframe. Macht ihr hier auf langsam, hier auf schnell. Dann stellt ihr den mittleren Wert auch sehr hoch. Zum Beispiel das Sechsfache. So, als nächstes. Das wird jetzt ein bisschen einfacher, denn wir haben ja schon die Marker und es ist nicht so schwierig wie bei den Geschwindigkeitspunkten. Es ist viel einfacher. So, kopiert das, geht zum nächsten Keyframe, also zum nächsten Marker, geht 4 zurück, klickt hier auf Ctrl V und dann geht ihr zum nächsten und macht das immer wieder. So, dann haben wir endlich mal die Keyframes gemacht und dann schauen wir, wie es aussieht mit den Keyframes. Ich gehe jetzt mal da in eine Schnittszene, Szene. Wie ihr seht, es sieht ziemlich krass aus. Es lohnt sich wirklich, das Tutorial anzuschauen. Ja, eigentlich sind wir jetzt fertig. Wir schneiden den Teil noch weg und dann machen wir hier das so. Und hier, wenn ich da, wenn der Gegner stirbt, das ist hier, ja. So, dann blenden wir hier das Video noch ein. Das passt auch, aber mit einem anderen Effekt. Ich mache Übergänge und dann machen wir den Wipe Flux Effekt. Den hat es auch bei Sapphire dabei. Den könnt ihr auch installieren. Das sieht dann so aus. Ziemlich nice eigentlich. Ja. Das war's für dieses Tutorial. Und ich mache noch mal einen Einblick, weil das so schön war. Ich rendere das schnell. Und dann könnt ihr die Montage nochmal genießen.